Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja, um was geht's heute? Das ist die Frage. So richtigen Plan habe ich nicht. Aber da heute eigentlich geplant war, in Innsbruck mit Ben und Tiroler Survival zu drehen und das Ganze von meiner Seite ins Wasser fällt, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einfach einen Samstags-Vlog, wo ihr so seht, was ich Samstag meist zu mache. Als erstes gehen wir jetzt mal zum Bäcker Brot kaufen. So, Brot ist geholt. Jetzt geht's zum Baumarkt. Da kaufe ich meistens Eier und Wurst. Die ist relativ lecker und wird halt hier regional produziert. So, alles organisiert. Jetzt geht's ans Frühstücken. Und ich habe halt richtig Bock auf Omelette. Keine Ahnung, why. Ich habe da Bock drauf. Und jetzt werden wir hochgehen und ich werde mir ein Omelette machen. Kocht ist und jetzt wird gefrühstückt. Gegessen ist jetzt. Jetzt gibt es ein kleines Update mit meinen Pflänzchen. Die Gurken, die entwickeln sich mega, mega gut. Petersilie kommt auch langsam. Tomaten und so weiter. Ich bin mega zufrieden und ich bin schon gespannt, wie viel Ernte ich im Herbst dann einfahren werde. Nun würde ich sagen, geht's erstmal ein bisschen ans Entspannen und später geht's dann raus. Ich bin jetzt draußen und ja, dreimal dürft ihr raten, wo ich hin muss, einkaufen. Ihr wisst, ich hasse es, aber es muss nun mal sein. Und ja. Ich bin jetzt am Einkaufen. Einkaufen erledigt. Es ist jetzt 12, das heißt, wir werden jetzt was essen gehen. Da gibt es so ein arabisches Restaurant und da werden wir jetzt hinstarten. Die haben richtig geile Spieße, so Ayran Kebab oder wie das heißt. Richtig nice. Jo Leute, mein Essen ist jetzt da. Kebab-Pizza ist jetzt nicht das Gesonderste, aber Samstag ist immer mein Cheat Day. Da lasse ich meinen inneren Schweinehund raus. Essen habe ich jetzt. Jetzt würde ich sagen, machen wir einen kurzen Move und sehen uns bei mir zu Hause. Ich bin jetzt nach Hause gekommen und jetzt steht noch das Aufräumen der Wohnung an. Ja, meine lieben Freunde, das Putzen ist nun fertig, die Wohnung ist halbwegs sauber. Nun steht ein Videodreh an und zwar werde ich jetzt eine Folge Factime abdrehen. Und wie das so aussieht, zeige ich euch. Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Folge Factime und ja, dieses Mal wird es dabei etwas sexy. Denn ich werde euch 15 Sexfakten aufzählen. Das Ganze ist jetzt abgefilmt, jetzt steht erstmal der Schnitt an. Ich habe noch nicht angefangen, aber jetzt geht's ans Schneiden und was danach noch so passiert, kann ich nicht sagen. Es kann sein, dass ich nochmal was nachdrehen muss, denn häufig, wenn ich was drehe, gefällt mir das nicht, dann drehe ich es nochmal und dann passt es im Grunde. Wie dem auch sei, ich schneide jetzt erstmal. Das Video ist jetzt fertig geschnitten, es rendert gerade raus und ja, das war's dann glaube ich auch für diesen Vlog. Es ist wie gesagt ein improvisierter, wir haben es jetzt
6 Uhr abends. Abgesehen davon habe ich auch keine Lust mehr rauszugehen. Es regnet, das Wetter ist ziemlich kacke. Von daher würde ich sagen, war es das für heute. Das Video, was ich übrigens vorhin gefilmt habe, das kommt nächste Woche Montag raus um 14 Uhr. Wäre cool, wenn ihr es abcheckt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Hiermit bin ich raus. Ciao!